Ist der Claptrap tot? Hey, super! Seid ihr die Kammerjäger, die ich angeheuert hab? Ah, der meistgefürchtete Enforcer der Galaxie. Cooler Bart. Ihr habt's geschafft! Super! Die Excellence-Assassinen? Cool, ich bin ein Riesenfan von dir. Die Banditin, die Banditen killt. Ich freue mich schon ganz besonders, dich näher kennenzulernen. Völlig zwanglos, vorerst. Oh, was für ein mieser Tag. Hilfe! Jede Menge Hilfe! Keine Ahnung, wer diese Scheißsoldaten sind oder was sie auf dieser Raumstation wollen, aber sie sitzen mir im Genick. Hey, hilfst du mir mal auf? Oder willst du warten? Du bist beschäftigt. Auch cool. Dann blute ich hier einfach noch ein bisschen weiter. Soll ja ein super Zeitvertreib sein. Aber nur zu, lass dich nicht stören. Ich bin ja nur dein Auftraggeber. Oh, sorry, klinge ich unterschwellig aggressiv? Mein Fehler. Muss ein Symptom meines nahen Todes sein. Aber klar, bestimmt hast du Wichtigeres zu tun. Ja, ich setz mich einfach hier hin und sehe zu, dass meine inneren Organe nicht reißen. Oh, ich könnte das ewig machen. Heilige Scheiße, ihr habt mir das Leben gerettet. Danke, hey, ich... sorry, mein Herz. Ich war noch nie unter Beschuss. Macht aber Spaß. Diese Verrückten haben die Helios-Station angegriffen, kaum dass ich euch gerufen hatte. Wenn wir sie zurückschlagen, können wir in Ruhe nach der Kammer auf der Mondoberfläche suchen. Okay, anscheinend hast du ein Schild. Der ist schnell erklärt. Er frisst Kugeln, bis er verbraucht ist. Dann musst du in Deckung gehen und warten, bis er sich wieder auflädt. Hey, ich aktiviere kurz die Steuerung der Verteidigungsanlagen. Gleich kontrollieren wir Geschütze, Kraftfelder, Laserdrähte. Haha, diese Arschlöcher. Die werden Bauklötze staunen. Was? Wie? Oh Mist, die Geschütze. Schalt die Geschütze aus! Ah, dieser Tag wird ja immer besser. Na gut, Plan B. Wenn wir die Helios nicht zurückerobern können, müssen wir hier weg. Zu den Fluchtschiffen geht's hier lang. Ich, die Anführerin von diesen Pappnasen, glaube ich. Keine Ahnung. Wer ihr als erster einen Kopfschuss verpasst, kriegt ein High Five und ein Häuschen im Grünen. Okay, ich öffne die Tür da. Wir sind gleich bei den Fluchtschiffen. Hey, hier rüber. Hey, hier lang. Los, los, schnell, sonst sind wir tot. Ich rette uns hier das Leben. Mir nach. Ach, verfluchter Mist. Wieder diese Colonel-Tussi! Wir schalten zu dem Plan, verpasst den Weibenkopfschuss! Okay, das nervt etwas. Rennt! Ach, na toll, sie hat die Schiffe zerstört. Wir müssen irgendwie anders von der Station runterkommen. Ich hab keinen Dunst, aber ich hab so das Gefühl, es könnte uns mit seinem Gehirn töten. Also, lauf weiter. Nichts, Sir. Nichts, alles bestens. Eine unserer Claptrap-Einheiten wollte nur einer Steckdose einen Zungenkuss geben. Sir. Verzeihung, Sir, die Verbindung bricht ab. Ich kann nicht, Arschloch. Ja, ich hab sie Arschloch genannt, weil ich dachte, sie hätten aufgelegt. Mein Fehler. Da ist Elpis. Dieses blöde Störsignal ist irgendwo da unten auf diesem geborstenen Felsbrocken und blockiert all das coole Sicherheitszeugs hier oben. Verfluchter Mist. Hey, wieso greift ihr uns an, ihr Vollidioten? Was soll das bedeuten? Gebt euch Deckung! Vorsicht! Wir wollen nur hier weg, ihr Arschgesichter! Wieso greift ihr uns überhaupt an? Ruhig Blut, ihr verdammten Irren! Was machen diese Irren denn? Wir haben nicht mal echtes Militär hier oben. Die ermorden Arbeiter. Und uns, wenn wir nicht abhauen. Okay, ich habe eine verrückte Idee. Wir gehen zur Moonshot-Kanone. Mir nach. Im Wesentlichen ist das eine riesige Kanone, die mit 1000 Meilen die Stunde Vorräte auf die Mondoberfläche schießt. Wir steigen in einen der Container und machen die Fliege. Weiß nicht. Wäre aber eine coole Art zu sterben, oder? Ich sag mal, kill den Kerl. Verfluchter Mist! Kill den Feuertypen, kill den Feuertypen! Wie hält sich der Schild? Er ist aus seinem Powersuit raus. Mann, der Typ steht echt auf Feuer. Der Aufzug ist da drüben. Los. Von da oben kommen wir in den Moonshot rein. Ich hol den Lift. Verdammt, irgendwas blockiert den Lift da oben. Wir müssen uns was einfallen lassen. Okay, schräge Idee. Ich bastle was am Ladeterminal. Okay, steig in den Moonshot-Zylinder und fahr nach oben. Los, steig in das riesige kugelförmige Ding. Die Uhr tickt. Kein falscher Schritt, sonst droht ein mörderischer Absturz. Festhalten, ich dreh den Zylinder. Oben angekommen? Gib den Lift frei, damit ich nachkommen kann. Irgendwas bremst den Lift. Das musst du beseitigen. Wenn du den Lift nicht zum Laufen kriegst, sterben wir alle. Nur, dass du's weißt. Irgendwas blockiert den Lift. Mach's weg, damit ich nachkommen kann. Ich warte. Wird das jetzt was? Von mir aus könnten wir. Hey Mann, läuft alles okay da oben? Der ist total eingequetscht. Macht nichts. Die empfinden keine Schmerzen. Prügel ihn einfach raus. Du musst den Loader aus dem Lift rausprügeln. Diese Loader-Nerven. Kein Wunder, dass Dahl uns so einfach überrennen konnte. Ich brauche mehr Soldaten. Badasses wie dich. Geschafft. So, jetzt müssen wir nur noch in einen Moonshot-Container. Nachdem wir diesen Arsch gekillt haben.
Okay, jetzt hast du mich schon zum zweiten Mal gerettet. Jetzt müssen wir... die Autoschusssteuerung ist beschädigt. Einer muss hierbleiben und die Kapseln von Hand starten. Ich würde ja sagen Wilhelm, aber du musst auf Elpis Schädel knacken. Ich würde ja sagen der Neue, aber... Ich würde ja sagen Athena, aber ich brauch dich auf Elpis. Nur dir traue ich zu, diese Raumstation zu retten. Ich würde ja sagen du, Nisha, aber du bist viel zu hübsch, um zu sterben. Ich würde ja sagen der Claptrap, aber ich brauch dich auf Elpis. Du musst versuchen, den Laden hier zu retten. Dass ich mal sowas sage... Okay, neuer Plan. Ich bleib hier. Ich brauch dich unten auf dem Mond. Du musst das Störsignal finden und abstellen, sonst kriegen wir die Mondbasis nie unter Kontrolle und dann können wir die Kammer vergessen. Ach, du hast mir auch schon ein paar Mal das Leben gerettet. Jetzt bin ich dran. Außerdem, ich bin ein Held, Baby. Da gehört Selbstaufopferung zum Job. Oh, gut, ein Mediaautomat. Ich habe hier einen aufstellen lassen, als ein Arbeiter einen Unfall hatte und seinen Torso verlor. Heil dich lieber vor deiner Reise zum Mond. Und deck dich auch mit Munition ein. Da drüben gibt's welche. Wir müssen einen Moonshot-Container hier hochbringen. Normal transportieren wir damit Vorräte, aber diesmal bist du die Ladung. Okay, der Container hier dürfte es tun. So, der Container ist bereit. Geh rein. Wir sehen uns, wenn du das Störsignal abgeschaltet hast. Los, schnell, wir müssen auf Elpis und das Störsignal ausfindig machen. Ich muss das Ding abfeuern, bevor die Dahl-Typen mich in Stücke schießen, aber du meine Güte, keine Eile. Bist du noch nicht so weit? Los, wir müssen jetzt. Cool, ich schließe das Ding jetzt. Gliedmaßen einziehen. Ich lade dich jetzt in die Abschusskammer. Jetzt wird's laut. Und ganz leicht furchterregend. Okay, wir sind feuerbereit. Wenn du soweit bist, schieße ich dich nach Concordia, die größte Stadt auf Elpis. Ich kenne da wen, der dir helfen kann, das Störsignal zu finden. Ah, Mist. Hey, du hast überlebt! Ich habe mir gerade selbst ein High Five gegeben. Sie suchen mich. Ich muss also Funkstille wahren. Finde das Störsignal, stell es ab und komm wieder auf die Helios. Willkommen in Concordia, ein Drecksloch, wie es im Buche steht. Suche einen Kerl namens Huxter, Ex-Hyperion-Mann. Er hat hier das Sagen. Huxter, der Kerl, den du finden musst, nennt sich selbst Bürriff. Wie in Bürgermeister und Sheriff. Völlig bescheuert. Aber er könnte wissen, wie wir das Signal finden. Der Typ bezieht immer noch eine fette Betriebsrente von Hyperion. Von meiner Abteilung. Ich bin praktisch sein Boss. Er ist sozusagen schon im Team. Du warst einer von uns, du bescheuert betitelter Bastard! Ich schätze, jetzt kann uns nur noch einer helfen, so leid es mir tut. Geh in die Up-Over-Bar. Verdammt, wo ist Max? Warte. Siehst du die zwei da auf der Tanzfläche? Die tätowierte Tussi und den Typ, der allergisch gegen Lächeln ist? Das sind Ex-Kammerjäger. Sieh zu, ob sie dir helfen. Endlich winkt uns das Scheißglück auch mal zu. Los, sprich mit Maxi, verdammt! Tja, scheint wieder zu laufen, schalt es ab. Und Status-Update, ich werde nach wie vor beschossen. Wäre also cool, wenn du schnell machen würdest. Verdammt, wie ist denn der Typ drauf? Das ist total frustrierend. Geh wieder zu Maxi, die hat immer geheime Ausgänge. Klassiker. Wow, woher wissen die? Ich melde mich wieder. Ja, das ist nicht so gut. Sabedons Truppen haben das Auge der Helios unter ihre Kontrolle gebracht. Das ist ein Riesenlaser im Herzen der Raumstation. Sie zielt damit auf den Kern des Mondes. Keine Panik, aber sie versucht Elpis hochzujagen. Sabedon, lass den Blödsinn! Wenn du ein Problem mit Hyperion hast, fein, aber es gibt unschuldige Menschen auf Elpis, du Arschloch. Okay, die Alte spinnt total. Du musst dich beeilen. Wir müssen auf die Helios und das Auge zurückerobern. Aber dazu musst du erst das Signal in Crisis Car finden und abschalten. Was waren denn das für Spinner? Ach, scheiß der Hund drauf. Schalt das Signal ab. Na toll, kaputt. Geh rauf aufs Dach, dort sollte eine Wartungskonsole sein. Aktiviere sie. Sabedon, hör auf, den Mond mit deinem verdammten Riesenlaser zu traktieren. Bist du total... total verrückt? Feinstens! Zerstöre alle Relais, dann sollte das verdammte Signal ausgehen. Buja! Wir haben Licht in der Helios, wir haben Sicherheitssysteme, wir haben Schnellreise! Wer zum Teufel ist das? Der Bürriff hat die ganze Zeit für Sapedon gearbeitet. Honja! Wir treffen uns in Concordia. Wir müssen mit dem Kerl reden. Immer mit der Ruhe. Wir tun ihm nichts, bis wir wissen, was mit ihm los ist. Ich hab die Wachen bestochen. Spazier also einfach durch die Security. Komm dann zu mir, wenn ich per Schnellreise ankomme. Quatsch! Statten wir ihm den Besuch ab. Wie gesagt, nicht schießwütig werden. Wenn er Infos hat, will ich sie nicht durch Blutgespotze hindurchhören. Er hat sowieso schon eine furchtbare Aussprache. Na, großartig! Nein, das würde nicht gehen. Jazzi! Wir basteln uns einen empörten Zöllner-Claptrap. Hol die Aufnahme, Mox. Hey, Gesetzesbot! Wir möchten Anzeige erstatten. Euer toller Bürriff bricht Gesetze. Wir
haben Beweise. Max, spiel's ab. Hey, verstehe ich total, Kumpel. Es heißt, er hat just im Moment ein weiteres Stelldichein mit Serena. Das ist schon besser. Im Ernst, du Idiotenmaschine? Die Büros sind oben. Na dann mal los. Los, rein in den Aufzug. Die werden uns nicht aufhalten, Huckster. Officer, öffnen Sie diese Tür. Ha, das nenne ich Win-Win-Situation. Super. Los, weiter. Ich habe das Signal geortet, das unsere Systeme auf der Helios lahmgelegt hat. Und weißt du was? Es kam von hier, aus deinem Büro. Signal. Wo kam sie her? Und bitte, lüg mich an. Ich will unbedingt, dass du mich anlügst. Hey, nichts. Ich habe nur ein bisschen mit dir gespielt. Los, verschwinde. Ich habe nachgedacht. Es gibt einen Weg zurück auf die Helios. Ah! Oh, ich hätte dich leben lassen, du blöder Sack. Was ist los mit dir? Das war belebend. Okay, ja. Wo war ich? Ah ja, bei meinem supergeilen Masterplan. Um den Kampf auf die Helios zu tragen, brauche ich eine Armee. Also bauen wir eine. Geh runter zu Springs, ich erklär's dir unterwegs. Ich bleib hier und filze die Sachen vom Briff. Wir bauen eine verdammte Roboterarmee, Baby. Jawoll! Die Shoppingliste ist kurz. Ein paar gute Gefechtsfahrwerke und für die Steuerung eine 1A-Militär-KI. Es heißt, Springs hat so eine KI. Hey, Max, weißt du, wo ich mir ein paar heiße Robotergehäuse bauen kann? Klingt gut. Beeilung, Leute. Wir haben einen Mond zu retten. Klingt gut. Echo mich, wenn du was hast. Sir, meine besten Männer arbeiten an der Rückeroberung der Station. Das ist der 10-jährige Junge, den wir engagiert haben. Hey, Kleiner. Sicher, dass es hier Gefechts-KI gibt? Diese Piratensäcke hören sich an, als hätten sie nicht alle Eier in der Pfanne. Kapiert? Säcke? Eier? Wenn ich mit einer Armee von Badass-Robotern auf der Helios einmarschiere, werde ich so schnell geunfeuert, dass Tessitas sein Pedo-Schnurrbart aus der Visage fliegt. Bring mir meinen KI-Kern. Was? Die heiße Tussi ist in Wahrheit eine Ex-Militär-KI, die zur Fake-Freundin von einem Computerfreak umprogrammiert wurde? Gekauft! Schnapp dir die Schönheit und dann los. Wir haben verdammte Roboter zu bauen. Hey, ist doch super. Außer, dass auf euch geschossen wird, natürlich. Gut gemacht. Hallo, funktioniert dieses Ding? Kammerjäger, du musst die Produktion in dieser Fabrik wieder hochfahren. Sehen wir uns die Fabrik an und bringen den Laden wieder zum Laufen. Wir brauchen einen Haufen Roboter, wenn wir die Helios zurückerobern und alles retten wollen und so. Kapische? Hier erschaffen wir also die super coole Roboterarmee. Ehrlich gesagt, ich bin etwas enttäuscht. Hey, Kinder, wie geht's da unten? Amüsiert ihr euch gut? Läuft alles nach Plan mit der Roboterarmee? Hm? Supi, dann also bis bald. Mann, dieses Ding nervt wahnsinnig. Wir haben's kapiert. Du hast unseren Riesenlaser erobert. Kriegst ein Fleißbildchen. Ich kenne ihn nicht. Jo, wie heißen Sie? Abteilung D. Da verstecken Sie doch die Intelligenzbestien, die an so supergeheimem Scheiß arbeiten, oder? Nun, Gladstone Katoa, ich muss zurück auf die Helios und den fetten Laser dort von ein paar schräg aussehenden Dahl-Militärs zurückerobern. Tun wir das nicht, macht der Mond bumm und halb Pandora mit dazu. Na, Sie wissen schon, das Übliche. Hä? Nein, wir wollen hier Roboter bauen. Was meinst du mit Prototyp? Das Kerlchen da. Erzählen Sie weiter. Ich bin dir weit voraus, Mann. Was glaubst du, wozu Felicity hier ist? Oh, Constructor. Hübsch. Tja, Technikfreak. Dieser Prototyp kann also Gefechtsloader destructen, weil, ehrlich, diese Powersuits finde ich ziemlich lahm. Jawoll. Vorwärts, Team Roboterarmee. Klar, ist mir alles recht. Aber mach meine Loader zu tödlichen Waffen. Übrigens, der Letzte, der mich übers Ohr hauen wollte, ist jetzt nur noch eine dumm dreinblickende Ansammlung von Einschusslöchern. Klar? Tja, nicht Hyperion schickt uns, sondern ich. Unsere Gefechtsloader werden viel geiler sein. Apropos, wie sieht's an dieser Front aus? Endlich! Das ist also der Geburtskanal für meine neue Roboterarmee, hä? Ach, ich weiß ja nicht so recht. Der Laden hier ist der reinste Schrottplatz. Sicher, dass wir hier was Badassiges bauen können? Das, liebe Leute, ist der Klang des Fortschritts. Wir sind einen Schritt näher an der Rettung der Welt. Lass mich raten. Lauter Hirn und keine Eier. Ein Augenkonverter? So was Dämliches habe ich noch nie gehört. Wozu bauen die denn einen Augenkonverter? Echt? Sieht aus wie Toaster. Oh, sieht,
irgendwie aus wie eine trauertragende Mülltonne. Nichts für ungut. Wie viel weniger furchterregend genau? Ich werd's mir überlegen. Ja, zeig, was du drauf hast. Nicht übel, Butterblümchen. Du hast alles Scarfs in Blutlachen verwandelt. Ja, das wird schrecklich toll. Es wurde nur schrecklich. Ich töte auch nicht gern Baby. Okidoki, die Uhr tickt. Gehen wir's an. Wie lange würde es dauern, dich zu kopieren? Zu lang. Bis dahin hat Sape dann den Mond schon aufplatzen lassen wie einen Pickel. Tut mir leid, Kleine, es hilft nichts. Kammerjäger? Los, behalte die Militärdaten, alles, was uns im Kampf hilft. Lösch den Rest. Was? Sie ist immer noch da drin? Wir brauchen das Ding intakt. Abschalten, aber nicht zerstören. Gladstone, los! Vollständiger Speicherreboot. Das Ding muss bei Trost und voll badassig sein. Gladstone! Ist ja der Hammer. Seht euch die Kleine an. Okay, soweit so cool, aber warum greifen die uns an? Gladstone? Wow, das war heftig. Oder es sah jedenfalls so aus. Egal, gut gemacht. Dann wollen wir mal sehen, was das Ding rausstampfen kann. Gladstone, bau mir ein paar geile Roboter. Okay, okay, nicht schlecht. Aber es kommt auch aufs Aussehen an. Denen fehlt das gewisse Etwas. Spritzen wir sie Hyperion-Gelb. Ja, das habe ich gemeint. Supergeil. Na Logo, wenn ich so drüber nachdenke, so manches müsste auch aufgepeppt werden. Ich notiere mir das mal kurz. Coole neue Namen und Farben für Hyperion-Waffen ausdenken. Okay, ich denke, wir können loslegen. Komm wieder zu Moxie. Dort rüsten wir dich für den großen Kampf aus. Jetzt wird's richtig lustig. Okay, es geht los, Leute. Das Störsignal ist aus. Wir haben eine Roboterarmee. Zeit, die Helios zurückzuerobern und den Todeslaser abzuschalten. Ich weiß nicht, wie haarig die Lage dort oben ist, also rechnet mit dem Schlimmsten. Los geht's. Wir zischen per Schnellreise hoch. Du kommst nach. Lasst uns Helden sein. Mist. Die Schnellreisestation hat uns anscheinend getrennt. Das ändert aber nichts am Plan. Geh zur Kommandozentrale des Auges der Helios, deaktiviere den Laser, ohne ihn zu beschädigen, rette den Mond und werde für immer zum Helden. Klingt das gut? Natürlich klingt das gut. Sie werden mir danken, sobald die Helios wieder in Hyperions Händen ist. Ja, rot und schwarz war ein bisschen düster. Gelb ist poppiger, finden Sie nicht? Außerdem, Sie können mich nicht feuern, das haben Sie nämlich schon. Und tschüss. Die Station scheint im Großen und Ganzen noch heil zu sein. Und du? Alles okay bei dir? Cool. Wir treffen uns später, dann können wir weiterreden. Ja, die blöden Dinger gehen so oft kaputt, dass wir eine kleine Claptrap-Fabrikationsstation aufmachen mussten. Die Lost Legion hat sie deaktiviert, aber wahrscheinlich gibt's noch ein, zwei funktionstüchtige Claptraps da drin. Na, sie hat den Weg gesperrt. Wir kommen nicht ans Auge der Helios heran. Aber wir haben das Störsignal doch abgeschaltet. Ich... Na gut, komm wieder in mein Büro. Vielleicht können wir die Systeme von dort deaktivieren. Gott, ich hasse diese Tussi! Oh, verdammt, sie fokussiert den Laser. Ja, vielleicht kannst du dich von einem Claptrap autorisieren lassen. Es müsste einer in der Nähe sein. Und, im Voraus schon. Sorry. Versuch nicht, das Ding selbst zu öffnen, Fragtrap. Ich habe deine Türöffnerfunktionen gelöscht, als ich dir die Waffentrainings- und Treppensteigprotokolle aufgespielt habe. Du hast es ins Büro geschafft? Wunderbar. Sei so gut und schalt die Schnellreisestation dort ein, ja? Verbinde du schon mal den Claptrap, den du gefunden hast, mit dem Sicherheitsterminal. Er kann die Verteidigungsanlagen deaktivieren, die den Laser im Auge der Helios sichern. Ist das ein Witz? Ich schwöre bei Gott, wenn ich je Generaldirektor werde, stampfe ich jedes einzelne von den Dingern ein. Jetzt können wir die Helios-Verteidigung nicht deaktivieren. Oh, lass mich nachdenken, lass mich nachdenken. Sorry, Gladstone, aber ich habe gerade eine Idee. Kammerjäger, geh in die Forschungsabteilung und rette Gladstones Leute. Die können die Verteidigungssysteme hacken und den Weg zum Auge freimachen. Okay. Gott, bin ich clever. Hey, nur so ein Gedanke, Sapetussi. Zerstör doch einfach nicht den Mond und kill nicht hunderte unschuldiger Menschen, hä? Tangstina Sapedon, du warst bestimmt super beliebt in der Schule. Mein Gott, waren deine Eltern Arschlöcher. Wo ich so drüber nachdenke, ich erinnere mich doch an Gladstone. Er hat die Forschungsabteilung mit aufgebaut, hat selbstständig ein Team eingestellt und einen Haufen cooles Zeug gebaut. Anständiger Kerl. Ah, Dr. Langlois hat die Loader mit entworfen, damals, als die Dinger nur Kisten rumschipperten. Cleveres Kerlchen, aber sein Sohn stinkt fürchterlich. Dr. Torres hat viel auf dem Feld der Meeresbiologie geforscht, zum Thema Druckfestigkeit und so. Klar, das ist jetzt nicht so sexy, aber sein Zeug verkauft sich höllisch gut auf Planeten mit viel Ozean. Mr. Tassiter, wir haben einen Sektor der Helios zurückerobert. In Kürze erobern wir den Laser zurück und retten Pandora, weil ich so toll bin. Jawohl, ist mir
eine Freude, wieder mit Ihnen zu arbeiten, Arschloch. Trinken Sie ein großes Glas, habe ich doch gleich gesagt, Saft, und lecken Sie mich da, wo die Sonne nicht hinscheint. Diese Forschungsabteilung entwickelt Waffen, Laser-Upgrades, Tarnungstechnologie, alles Mögliche. Die Bösen kriegen immer größere Knarren. Wir müssen ihnen einen Schritt voraus sein. Doc Grayson hat an der Tarntechnologie gearbeitet, die ich für Hyperions Scharfschützen einsetzen will. Stell dir vor, die gehen in Stellung, werden unsichtbar und... Die Schurken haben keinen Schimmer, was sie getroffen hat. Die werden sie natürlich denken, es war eine Kugel, weil da auf einmal ein Loch ist, aber jedenfalls wird's cool. Gladstone, warum kontrolliert Sarpedon immer noch das Verteidigungssystem der Helios? Wir haben das Störsignal auf Alpes abgeschaltet. Die Kammerjäger sollten euch eigentlich gar nicht retten müssen, damit ihr die Schilde runterfahren könnt. Nichts für ungut. Oh, Moment, Moment. Es könnte noch einen Verräter auf der Helios geben? Die Wissenschaftler haben die Verteidigungsanlagen, die den Laser schützen, deaktiviert. Eine Sache wäre noch zu tun, bevor ich dich losschicke. Lass uns reden. Oh, hey, cool. Ein Tarngerät, hä? Oh, danke, Doc. Sie sind toll. Sie sind toll. Sie haben die Verteidigungsanlagen deaktiviert, die den Monsterlaser schützten. Wir gehen ihn jetzt abschalten, aber ich rufe jetzt mein persönliches Fluchtschiff, das sie hier wegbringt. Kammerjäger? Drück den Knopf da drüben. Wo ist... hier. Na dann. Neuer Plan, Leute. Dr. Gladstone hat mich informiert, dass einer von euch ein Maulwurf von Sarpedon sein könnte. Hunderte unschuldiger Leben stehen hier auf dem Spiel, Kinder. Da kann ich kein Risiko eingehen. Einmal eine Kugel in den Rücken kriegen, selber schuld. Aber zweimal... Tut mir ja auch wirklich leid, falls euch das tröstet. Ah, das fühlte sich... gut an. Wie auch immer. Lass uns reden. Der Weg zum Auge der Helios ist frei. Geh durch den inneren Rumpf dorthin und öffne das Schnellreisenetzwerk, damit ich das Auge abschalten kann. Roland und Lilith, ihr bleibt hier und verteidigt mein Büro. Kann sein, dass ich mich noch hierher zurückziehen muss. Sieh mal, hätte ich die Wissenschaftler nicht eliminiert, hätte einer vielleicht die Verteidigungsanlagen wieder aktiviert, während du durchgegangen bist. Du wärst gegrillt worden wie ein Skagsteak. Denk da mal drüber nach. Du verstehst mich eben, Wilhelm. Wie war das? Hab's nicht verstanden. Na, ich stimme zu, nicht zuzustimmen. Schön ausgedrückt. Sehr schön sogar. Oh, immer noch hier, hä? Geh zum anderen Ende des inneren Rumpfs, dann können wir das Auge der Helios abschalten. Okay, willkommen in den Zugangstunnels. Ich musste sie vor einer Weile schließen, wegen so einer Virusinfektion. Dir sollte aber nichts passieren. Nur bitte nicht, einatmen. Diese Tunnels hätten ein Hochgeschwindigkeits-Shuttle-System beherbergen sollen, aber der Bau wurde eingestellt. Trotzdem führen sie direkt zum Auge der Helios. Wird nicht ganz leicht, aber du schaffst das schon. Dieser Sektor der Station wurde vor einigen Monaten mit irgendwas infiziert. Er wurde vom Rest der Helios abgeriegelt. Die Arbeiter sind womöglich ein wenig kannibalistisch geworden. Ich sehe, du hast die Infizierten getroffen. Die anderen Arbeiter nennen sie Pestbeulen. Egal, fiese Kerle, fressen gerne Menschen. Bleib auf Abstand. Die Lost Legion kämpft gegen ein paar Pestbeulen. Gut. Bleib aus der Schusslinie. Willkommen im Wartungsbereich. Er ist noch nicht fertig. Der Zentralkomplex wird von den Dahl-Truppen gehalten, ist aber der einzige Weg zum Auge. Ich markiere dir den Eingang auf der Karte. Ich schalte ein paar Arbeiterbots an, die dir helfen. Folge einfach den Arbeiterbots. Sie führen dich aus dem Rumpf. Sarpedon! So blöd der Name ist, so lustig ist es, ihn zu brüllen. Jedenfalls bist du anscheinend auf dich selbst gestellt. Ich schlage vor, du kämpfst dich durch den Rumpf vor. Ja, das ist der Plan. Und nenn mich nicht dauernd Sugar, ja? Ja, hundertprozentig. Verdammt, warum habe ich das nicht kommen sehen? Danke, Mox. Ich weiß das zu schätzen. Ich schick dir gleich die Pläne. Du bist so heiß, wenn du auf Technikerin machst. In der zentralen Wartungsabteilung sind viele Dahl-Truppen. Da musst du dich durchkämpfen. Ha, hast einen anderen Eingang gefunden. Das wird auch gehen. Dieser Tunnel führt zum Laser. Geh weiter. Kämpf dich durch die Abwehr der Legion. Du bist fast draußen. Ach, so ein... alles okay? Bist du verletzt? Oh, wir müssen anders an den Laser rankommen. Okay, wie wär's damit? Wenn wir in den Plasmaleitungen eine Kettenreaktion auslösen, wird ein Loch in die Station gesprengt, durch das du zum Laser klettern kannst. Dazu musst du die Plasmaregler ausschalten. Finde und zerstöre sie. Ja, klingt ziemlich verantwortungslos, was? Sie sollten mich wohl feuern. Oh, Moment! Ah ja, könnte sein, dass es zu einer explosiven Dekompression kommt. Versuch, nicht ins Weltall gesaugt zu werden. Das war Nummer eins. Jetzt noch den anderen, dann kann ich das Loch reinsprengen. Sehr gut, ich bin hier soweit. Geh auf sichere Distanz, gib mir ein Signal und dann sprenge ich dir den Weg zum Laser frei. Bist du weit genug entfernt? Super, dann los. Und eins, und zwei, und... Kadusch! Ich muss sagen, es macht Laune, rücksichtslos Zeug hochzujagen. Der Weg ist jetzt frei.
Auf zum Laser. Da ist der Ausgang. Los, weiter. Ach ja, da fällt mir ein, ich habe den Laden abgeschlossen, als Dahl im Anrücken war. Geh und aktiviere die Schnellreisestation, dann lasse ich dich rein. Sehr gut, bin unterwegs. Na, wie läuft's? Komm mit, wir haben eine Welt zu retten. Okay, los, mir nach. Hier rauf. Jo, hier rüber. Hey, ich hab was gefunden. Verflucht dunkel hier drin. Das kann ich ändern. Da ist es, das Auge der Helios. Die Waffe aller Waffen. Ach, nur, naja, das übliche eben, das normale Zeug. Schalten wir's ab. Okay, im Laser ist ein Kernreaktor, der alles antreibt. Log dich in das Kontrollsystem ein und versuche, ihn von dort aus zu deaktivieren. Gah, Mist, sie hat recht. Komm hier rüber. Du musst zum Laserkern runter und ihn manuell abschalten. Viel Glück. Ha, dadurch geht's zum Auge. Irgendwie geht mir das zu leicht. Ich hatte mit mehr Widerstand gerechnet. Oh, du bist echt schlimm. Max, hast du eine Idee? Der Weg zum Laser ist frei. Ich komme runter. Hopp, hopp, Kinder, die Welt rettet sich nicht selbst. Der Laserkern wartet. Los geht's. Hab einen, ich hab einen. Sterbt, Arschlöcher. Das macht Spaß. Wie der geguckt hat, so. Habt ihr gesehen? Ich gebe euch Deckung. Roland, Lilith, Beeilung. Verdammter Mist. Hey, ich helfe euch so gut ich von hier oben kann. Schicke Nachschub. Medikits sind unterwegs. Ich schicke euch Munition. Schalte die Geschützverteidigung an. Ihr sterbt nicht, solange ich da was mitzureden habe. Achtung, Medikit. Ich digistructe euch Munition. Nehmt das, ihr verdammten Irren. Wir müssen hier durch. Das ist eine elektrische Konvergenz. Dingsbums, spielt keine Rolle. Warte einfach, bis der Laser feuert und rennt dann erst durch. Das raubt dem Ding kurz die Energie und der Strom fällt aus. Warte noch. Jetzt. Schnell. Moment, du musst warten, bis er wieder feuert. Jetzt! Los! Oh Mann, ich hasse dieses Ding. Wer bessere Laser würde es nicht brauchen. Oder sie hätten es nicht wie eine riesige Todesfalle gebaut. War ja klar. Von der anderen Seite abgeschossen. Danke, Sapedan! Wir müssen leider außen rum. Nehmen wir den Lift nach oben. Ich kümmere mich um die Truppen. Schalt du Sapedans Powersuit aus. Wow. Das war nicht leicht, was? Mann, bin ich froh, dass dieses Arschloch tot ist. Lass mich kurz zu Atem kommen und dann deaktivieren wir den Laser. Oh, komm! Die lebt immer noch? Feuer einstellen! Ich bin noch nicht fertig mit ihr. Ja, schön. Wo ist die Kammer? Oh, Moment. Du hast reingesehen? Die Kammer ist offen? Schnarch. Die Kammer ist also offen, ja? Cool. Nun zu diesem Laserkern. Und hier spielt sich der ganze Zauber ab. Das hier speist das Auge der Helios. Es ist der Kern dieser ganzen Waffe. Kommt her, ich zeig's euch. Sobald wir dieses Baby wieder unter Kontrolle haben, kann ich ganze Banditencamps auslöschen. Mit null eigenen Verlusten. Oh, klingt toll, oder? Was haben wir denn hier? Hallo Schätzchen, bist du da drin? Das Auge der Helios. Naja, eigentlich das Auge des Zerstörers. Dieser Kreatur aus der Kammer. Aber ich hab's an meinen Laser gehängt, um seine Kraft um das Zehnfache zu steigern. Weil ich so super bin. Das war es bereits. Alle iridianischen Artefakte sind Waffen. Ich hab nur gecheckt, wie es funktioniert. Okay, wie schalten wir das Ding ab? Abfälle aus der Iridium-Raffinierung. Manche Wissenschaftler nennen es Slack. Maxi, bist du ganz sicher? Max, ich gebe dem Auge immer nur ein klein wenig Slack auf einmal. Bist du sicher, dass... Maxi, das Auge flippt aus. Warte, nicht den Schalter drücken. Wenn sich das Auge während des Reboots komisch verhält, will ich nicht in der Nähe sein. Los, zurück zur Kommandozentrale. Jetzt, wo die Sapenudel tot ist, kann ich den Laser auch von dort aus rebooten. Okay, die Schurkin ist tot, wir retten den Mond und die Kammer voll mit coolem Alien-Zeugs ist anscheinend bereits offen. Stell den Laser ab, dann kann der Spaß losgehen. Die Suche nach der Kammer. Bitte, Alter vor Schönheit. Na toll, und jetzt? Was ist jetzt los? Was macht Maxi? Verdammt, was machst du denn? Wie meinst du das, Maxi? Wie hast du überhaupt... Nein! Verdammt, ich hab dir vertraut, Maxi! Weißt du, was du getan hast? Du hast uns gerade alle getötet! Verdammt! Das Auge! Oh, das war ein Einzelstück! Was hätte ich damit alles machen können? Oh, verdammte Lügner! Verdammte Feiglinge! Alle nicht besser als Banditen! Hm.
Alles zu seiner Zeit. Wenn es soweit ist, erledigen wir sie alle. Jetzt müssen wir erstmal vor ihnen bei der Kammer sein. Die blöden Bastarde wollen wahrscheinlich ihren Inhalt zerstören. Sape, dann sagt da ein Haufen Chemieabfälle. Hat sie damit Dahls alte Backer-Berg-Raffinerie gemeint? Geh zurück zur Mondoberfläche und sieh nach. Dort muss irgendwas sein, das uns zu der Kammer führt. Halten Sie die Klappe, Tassata! Halten Sie die Klappe! Meine Ex und ihre zwei besten Freunde wollten mich gerade umbringen. Und das Letzte, was ich jetzt brauche, ist ein seniler Sack, der mir ins Ohr heult. Wenn ich von Ihnen noch einmal etwas anderes höre als Super Jack oder ich schicke Ihnen einen großen Sack Geld, dann greife ich durch meinen Echo-Communicator und pule Ihnen die Augen aus dem Kopf. Ist das klar? Wiederhören. Danke für den Anruf. Pass auf. Du suchst das Gelände nach einem Zugang zur Kammer ab. Wir kommen hin. Wir holen uns, was drin ist. Und damit killen wir dann Lilith, Roland, all diese ganzen blöden Bastarde. Da die Sape-Tussi jetzt tot ist, schicke ich dir noch ein paar Loader. Der Moonshot zeigt genau auf dich. Pass auf, dass du nicht genau unter einer Lieferung stehst. Das wäre nicht so gut. Warum kämpfen diese Arschlöcher noch? Ihre Anführerin ist tot. Wieso entspannen die sich nicht? Relaxen, sehen sich Sehenswürdigkeiten an. Ach, egal, bald haben wir sie ausgelöscht. Das wird ein Anblick. Oh, hoppla, ich bin ja auf Sendung. Noch ein Wort und sie sterben einen langsamen Tod. Das waren drei Worte. Wir sprechen uns bald. Wow, ich meine, hier gibt's jede Menge schräges Alien-Zeugs. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Es bedeutet, dass dort unten was echt Geiles auf mich wartet. Sehr gut, jetzt sieh nach, wo dich das hinführt. Aber klar doch! Töte ihn! Ach, was soll denn das? Lass ihn nicht leben! Der dachte wirklich, wir lassen ihn laufen. Der meinte, ach, ich kremple mein Leben um, ernähre mich gesünder und schreibe meinen Roman fertig. Und dann, boom, was für ein Idiot. Gut gemacht. Sieht aus, als wäre das da der Eingang. Was ist das für ein Ding? Sind die Kerle schwer vom Begriff? Ist es aus für sie? Nichts da. Wir haben es schon zu weit geschafft. Hol den Bastard vom Himmel und spiel mit seinen verdammten Eingeweiden. Oh, sorry, ich hab nicht zugehört. Killt den Kerl, ja? Und dann weiter nach Plan. Los! Lässt man seine Feinde leben, schießen sie einem in den Rücken. Ich will keine Überraschungen erleben. Keine Überlebenden. Schießt das Schiff in Stücke. Und zwar sofort. Los! Vorwärts! Wir treffen uns da unten. Wir sind ganz dicht dran. Ich fühle es. Ich will unbedingt vor Roland und Lilith da sein. Mann, sieh dich mal um. Das ist doch der Hammer. Ich meine, wer würde nicht irgendwas aus dieser Kammer wollen, hä? Oder noch besser, alles. Was ist das? Sieht aus wie... wie eine Art Schild oder so. Ein Schild, der den Weg versperrt. Also die übelste Art. Okay, dann muss ich alles selbst machen. Find einen Weg, ihn auszuknipsen. Boah, dieser ganze Laden ist Wahnsinn. Ich meine, der ganze Laden ist riesig und hohl. Wie viel von Elpis ist hohl? Ist das überhaupt wirklich ein verstunkener Mond? Was kümmert's mich, solange am Ende des Tunnels obergeiles Zeug wartet? Toll, was die aus dem Ort hier gemacht haben. Verdammt nicht menschlich. Das Ding ist größer, als ich gedacht habe. Wie tief reicht das iridianische Zeug runter? Ich werde mich nie daran gewöhnen. Was für ein dämlicher Name. Meine Güte. Was für ein Spaß. Wow, ist das... Die haben eine Kanone hier unten? Schieß dir mit der Kanone einen Weg ins Loch frei. Los jetzt! In den Riss! Los, 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 bevor er sich wieder schließt! Na komm, du musst schon schneller sein. Meine Oma ist schneller als du. Und die liegt auf einer Bahre mit einem Haufen Schläuche und Zeug im Körper. Was traurig ist, weil ich meine Oma sehr lieb habe. Also mach keine Witze über sie. Los jetzt! Nein! Nein, nein, nein! Du bist zu langsam! Schießen, Loch, rennen! Schießen, Loch, rennen! Sprich mir nach! Oh Mann, ich bin ganz aus dem Häuschen! Kannst du sie sehen? Da wollen wir hin! Sie gehört praktisch schon mir! Oh, zittere ich? Sehe ich aus, als ob ich zittere? Ach so, du siehst mich ja nicht. Stell dir vor, ich würde zittern. Ich zittere. Oh, hey, Lilith. Wie läuft's denn immer so? Oh, Baby. Du wirst echt hübsch sein, wenn du stirbst. All das Ego und die Chuzpe, die dir durch die Einschusslöcher rauslaufen. Bereit, fetten Lohn zu kassieren, Wilhelm? Wie sieht's aus, Kammerjäger? Wie geht's dir damit, Athena? Geht's dir gut?
Mir geht's gut. Hey, Nisha, wie wär's? Gehen wir auf einen Drink, nachdem wir Lilith und Roland klein gehäckselt haben? Ich hoffe, du amüsierst dich, Fragtrap. Ich muss sagen, diese Lauder haben dich ziemlich überflüssig gemacht. So, und jetzt rein. Gehen wir rein und machen mich berühmt. Oh, das ist ja glänzend. Hey, folgt dir jemand? Ich krieg hier komische Messwerte rein, die, vergiss es. Ist wahrscheinlich nichts. Los, weiter. Sieht gefährlich aus. Geh du zuerst. Jetzt geht's, Leute. Tötet diesen Wächter und die Kammer gehört uns. Oh, das war ja der Hammer. Okay, wer ist dabei? Gehen wir. Ein Riesenbastard war das, was? Gut gemacht. Halt Ausschau nach dem unheimlichen Roten. Ich will nicht gestört werden. Moment. Was? Das ist alles? Das kleine Ding? Was zum Teufel? Was für eine Waffe. Oh, mein Gott! Jetzt kapiere ich. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich alles. Verdammt! Ich bring sie um. Ich bring sie alle um! Oh. Zuerst such mir einen Arzt. Und dann tilgen wir diese dreckigen Banditen vom Antlitz Pandoras. Und dann wecken wir den Krieger. Das wird so cool. Wir überziehen den verdammten Planeten mit Feuer. Das gibt ein Geschrei. Banditen werden sterben. Rechts und links. Ich kann's kaum erwarten. Mr. Tassiter wurde ersetzt, mein Täubchen. Ab heute arbeiten Sie für mich. Nenn mich Jack, Schätzchen. Handsome Jack. Hey, ich habe euch ein bisschen ausspioniert, aber freundlich, nicht fies. Und die Dateien sind im zentralen Terminal. Nur für den Fall, dass von diesen Dahl-Bastarden welche überleben, will ich nicht, dass sie euch drankriegen. Also, findet sie. Angel, such mal raus, was wir über Athena haben. Lass mal hören, was du über Nisha hast, Angel. Mord an Amtspersonen? Nein, 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 das klingt eher nach einem Banditen. Oh, sie ist also eine Banditin, die andere Banditen killt? Nett. Hat sie, ein Freund? Na schön, machen wir ihn an. Abschalten, abschalten! Wie soll ich einen allmächtigen Roboter-Soldaten erschaffen, wenn er nicht aufhört zu tanzen? Das ist eine wirklich gute Idee. Danke, Baby, du bist die Beste. Was haben wir über Wilhelm? Klingt, als sei er genau das, was wir suchen. Negative Eigenschaften? Er ist süchtig danach, dass man seinen Körper mit Metall spickt. Ehrlich gesagt, Angel, das klingt total irre. Stell ihn ein. Klasse. Jetzt haben Sarpedons Leute nichts gegen euch in der Hand, wenn das hier vorbei ist. Kommt irgendwann zurück. Den Teil, wo ich gefragt habe, ob Nisha noch zu haben ist, habt ihr nicht gehört, oder? Ach, wie schön. Der Vorstand ist auf meiner Seite. Kammerjäger, schmeißt euch an die Geschütze und verteidigt die Waffenlieferung. Hyperion hat einen Nachschubcontainer geschickt, aber wegen Banditen und einem Meteorschauer musste er ihn im Weltraummüll verstecken. Schick einen Arbeiterbot los und verteidige ihn, während er den Container reinschleppt. Okay, geh an das Geschütz und beschütze den Arbeiterbot, während er die Lieferung reinbringt. Mist, kann dieser Arbeiterbot nicht noch langsamer arbeiten? Okay, trainermäßige Motivationspredigt. Los, denk dran zu atmen. Glaub an dich. Geh immer auf die drei. Ein Haufen Schrott blockiert den Bot. Mach den Weg frei. Die Trümmer, schieß den Weltraummüll ab. Die ballern ziemlich heftig auf die Ladung, Chef. Wenn du die Lieferung nicht beschützt, redet Tassiter weiter so ein Müll daher. Das meine ich. Die Lieferung nimmt Schaden. Verdammt, ich verliere den Rückhalt des Vorstands, wenn diese Lieferung nicht ankommt. Da kommen noch mehr Meteore. Beschütz den Bot. Nur zu, du schaffst es. Du bist cool. Ich zahle euch einen Bonus, wenn ihr genug von diesen Fightern abschießt. Haha, ihr habt Knarren und ich den Vorstand auf meiner Seite. Abgesehen davon, dass massenweise Leute krepiert sind, ist das ein 1A-Tag heute. Ah, was ist in dieser Weltraumkiste? Was ist in dieser Kiste?
Wir haben hier oben einen Mitarbeiter namens Dean. Der Typ hat Probleme mit der Selbstbeherrschung und ich fürchte, diese Mondidioten machen die Sache nur noch schlimmer. Ich habe ihn hier irgendwo in einen Abstellraum gesperrt. Such ihn und beruhige ihn, bevor er nach der Lost Legion beitritt oder so. Rede einfach mal mit ihm und schau, ob du ihn beruhigen kannst. Ich glaube, Dean hängt in diesem Abstellraum rum. Mach die Tür auf und beruhige ihn. So ehrlich, es muss doch einen Weg geben, den Kerl etwas abzukühlen. Hey, verpasst dem Kerl doch eine Abkühlung mit der Eispistole. Ernsthaft, du musst dem Typen helfen, ein bisschen zu chillen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Ich habe bei der Forschungs- und Entwicklungseinrichtung ein paar super coole experimentelle Waffen für euch angefordert. Aber die meinen, ihr Computersystem hätte eine Störung. Willst du dir das mal ansehen? Ah, typisch. Sieht so aus, als würden die zwei Claptraps den Betrieb aufhalten. Finde raus, was sie da treiben. Oh, das kenne ich. Die zwei diskutieren ewig weiter, wenn du das nicht unterbindest. Besorg dir einen Ruhigstellbolzen. Hyperion hat früher Claptraps mit allen möglichen Persönlichkeiten hergestellt. Bösartige, nervige, freche, nervige... Die beiden habe ich mit den Voreinstellungen friedlicher Krieger und sexy Größenwahnsinniger gebaut. Ich dachte, wenn die zusammenarbeiten, kommt bestimmt was total Irres dabei raus, aber das war wohl nichts. Dieser Ruhigstellbolzen sollte einen der beiden Claptraps im Waffenlabor deaktivieren. Geh hin und stell einfach den Claptrap kalt, dessen Waffe dich am wenigsten interessiert. Sei vorsichtig damit, diese Ruhigstellbolzen sind ziemlich wertvoll. Alles, was einem Claptrap das Maul stopfen kann, ist sehr gefragt. Verpass einem von beiden den Ruhigstellbolzen, dann ist er für eine Weile abgeschaltet. Tja, ein Claptrap weniger auf der Welt, was? Oh ja, gefällt dir das? Ist von Pandora, nachdem... das ist geheim. Aber ja, ziemlich toll. Das Übliche halt, supergeheime Experimente, Gott spielen, was ebenso Spaß macht. Na, die Typen können uns. Mach das Ding auf. Schieß einfach auf die Tasten, um die Kombination anzugeben. Um Gottes, mach das dämliche Vieh sofort hin, okay? Das Ding hätte echt nützlich sein können, wenn es nicht bloß so groß gewesen wäre wie ein scheiß Fingerhut. Egal, komm zurück, wenn du soweit bist. Hey, du solltest dich von diesem Nakaranga dafür bezahlen lassen, dass du seine dämliche Sauerei beseitigt hast. Oh, ich hasse diesen Nacker-Dingsbums so sehr. Ich versuche gerade, die Welt zu retten, Gruselkopf. Ja, okay, das klingt cool. Ja? Nächste Frage. Dad ist sehr früh gestorben. Mom hat mich zu ihrer Mom abgeschoben. Die meiste Zeit habe ich gecodet oder bin verprügelt worden. Ich hatte eine Katze, aber die hat Oma ertränkt, weil ich mein Bett nicht gemacht hatte. Das Übliche halt. Keine Ahnung. Irgendwo, wo es warm ist, mit einer sexy Puppe dabei. Moment, ich denke, ich soll nicht sterben. Angeblich soll mich das doch, unsterblich machen. Digital? Das ist die Diät-Cola unter den Unsterblichkeiten. Das langweilt. Interview beendet. Ich bin Robo-Jack. Alle Menschen müssen sterben. Oh, geil! Eine sexy Bösewicht-Version von mir. Das ist ziemlich cool, Nakamoto. Töten, töten, töten! Robo-Jack, Robo-Jack, sag! Ich check dich in den Hintern. Genau so! Nein! Nein? Super cool! Ich würde sowas sagen. Ich würde sagen. Ich sehe gut aus und du musst sterben. Alle Kammerjäger müssen sterben. Wer will bumsen? Ich bin super cool. Wer will meinen Sixpack fühlen? Los, Robo-Jack, los! Jihaha! Wehr dich! Wehr dich! Das ist geil. Töte Robo-Jack nicht zu schnell. Die Show ist der Hammer. Hey, Schnauze. Komm bald mal wieder, Kammerjäger. Das war wahrscheinlich das zweitgeilste Robot-Ding, das ich je gesehen habe. Tja, der Dahl-Knabe, den wir in die Moonshot-Kanone gestopft haben, ist wahrscheinlich extrem tot. Aber nehmen wir doch stattdessen Loader. Ich könnte sie überall hinschicken, jederzeit. Und sie könnten dann, keine Ahnung, mit ihren Greifarmen rumhauen. Was Roboter halt so tun. Such ein paar Loader und schaff sie in die Moonshot-Kanone. Wenn diese Loader den Moonshot überleben, kämpfen sie auf dem Mond an deiner Seite. Kannst du dir das ausmalen? Armeen von Robotersoldaten, die rechts und links Gegner killen. Oh, das wird herrlich. Also, es läuft genau wie beim letzten Mal. Schaff sie einfach zur Moonshot-Kanone und pass auf, dass sie nicht in Stücke geschossen werden. Die Loader werden beschädigt. Oh, so eine Scheiße. Die haben alle Loader ausgeschaltet. Wenn dem Loader nichts passiert, sollte es klappen. Das ist zwar nicht die größte, aber die zuverlässigste Moonshot-Kanone auf der Station. Sie sind drin. Feuere die Moonshot-Kanone ab. Gar herrlich. Ich muss da noch eine Soundanlage anschließen, damit das Ding beim Feuern jedes Mal Opernmusik spielt oder sowas. Mein Gott, ist das cool.
Wie sieht's aus? Haben's die Lauder da unten geschafft? Komm bald mal wieder! Ich glaube, wir sind hier etwas auf der Spur. Verdammt, was malt der Claptrap da? Sieht aus wie ein Skag, der es mit einem Getränkeautomaten treibt. Aber schöne Farbe. Ich lasse das später entfernen. Also gut, wer zur Hölle verschandelt hier meine Station? Vortreten! Ja, ja, scheißegal. Du nervst mit deiner komischen Kacke hier, Naki Lama. Hör auf damit oder ich stopf dich in einen Waffenwandler. Blöder Wichser. Nein. Wir können es richten. Das Auge des Zerstörers ist nicht ganz kaputt. Beschafft die restlichen Iris-Teile. Und dann können wir es reparieren. Los. Geh! Danke für deine Meinung. Jetzt weiter. Los! Die Teile liegen hier irgendwo verstreut. Finde sie! So, das sollte reichen. Jetzt geh zur Forschungs- und Entwicklungseinrichtung und rekonstruiere die Iris. Tu es einfach. Nicht glauben, nicht denken. Einfach tun, was ich sage. Du musst in eins der Biolabore. Dort wirst du das Auge rekonstruieren und dann führen wir einen Test damit durch. Okay? Das klappt schon. Ich weiß es. Gut, such dir jetzt eine Petrischale oder sowas und setz die Stücke des Auges wieder zusammen. Okay? Okay, das sieht gut aus. Jetzt schweiße sie mit einer Energienaht zusammen. Okay, zusammengeflickt. Setze es auf die Vorrichtung, damit wir es übers Testgelände jagen können. Fast geschafft. Jetzt schieß mit einer Laserknarre drauf. Wenn du eine Laserwaffe brauchst, da sollte irgendwo eine sein. Diese Wissenschaftler müssen ihre Geschöpfe wesentlich öfter umbringen, als du denkst. Ja, es klappt. Jetzt müssen wir es nur noch testen. Feuere mit einem Laser auf die Rückseite des Auges. Wenn der Strahl beim Austritt noch stärker ist als beim Eintritt, dann, Baby, hat's geklappt. Verdammte, miese, ich bring sie um. Sorry, dass ich, das war blöd von mir. Komm zurück. Das werde ich denen nie verzeihen. Nie. Was ich mit dem Scheißauge alles hätte machen können. Hey, ich bastle gerade an einer neuen KI-Routine für unsere Loader-Kumpel. Muss ich aber noch testen. Treib mir den Roboter auf und schaff ihn zu einer Ladestation, damit ich ihm den neuen Datenzündstoff uploaden kann. Da ist einer. Schick ihn einfach zu einer Ladestation, damit ich seine Persönlichkeit komplett zerstören und ihm eine neue verpassen kann. Natürlich auf ganz unschurkische Art, ist doch klar. Okay, folge ihm und sorg dafür, dass er wohlbehalten ankommt. Sie beschädigen den Bot! Hey, die ruinieren den Bot! Die zerlegen den ganzen Loader! Okay, ich lade seine neue KI hoch. Fuck, typisch. Okay, beschütze ihn, bis er fertig ist. Super, nun schaff ihn aus der Ladestation raus. Der soll jetzt mal zeigen, was er drauf hat. Lass einfach zum Testen das neue Programm auf dem Loader laufen. Der soll jetzt mal zeigen, was er drauf hat. So war das nicht ganz geplant. Aber jetzt, da die KI im System ist, kann ich jederzeit am Code rumdoktern. Sämtliche Bots in der Gegend sollten eine weniger dämliche Version dieses Programms haben. Aktiviere ein paar, dann sollten sie was Hammerartiges machen. So habe ich mir das vorgestellt. Jedes Mal, wenn du einen dieser Bots einsetzt, sollte er auf einen Feind zulaufen und sich selbst in die Luft jagen. Versuch's noch mit ein paar anderen. So habe ich mir das vorgestellt. Jedes Mal, wenn du einen dieser Bots einsetzt, sollte er auf einen Feind zulaufen und sich selbst in die Luft jagen. Versuch's noch mit ein paar anderen. Cool, er sucht neue Ziele und explodiert dir nicht gleich im Gesicht. So weit, so gut. Ich glaube, du musst das noch an ein paar anderen ausprobieren. Das macht Spaß. Hey, versuch ein paar Dalärsche in die Nähe der Roboter zu locken, nachdem du das neue Programm aktiviert hast. Mal sehen, ob alles funktioniert. Sorry, dass die so gruseliges Zeug verzapfen. Kleine Macke in ihrer Freund-Feind-Erkennung. Ändere ich später. Eventuell. Perfekt! Ab sofort macht das jetzt jeder Wartungsbot, wenn du ihn aktivierst. Komm dann mal zurück, wenn du fertig bist. Das ziemlich geil ist? Du hast deine kleine Spritztour mit der Moonshot-Kanone also überlebt. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Wie wär's, wenn wir mit dem Ding einfach jeden überall hinschicken würden? Hm? Wäre das nicht geil? Ich brauche allerdings noch mehr Testdaten. Einer von Sarpedons Soldaten will auf unsere Seite überlaufen. Ich möchte, dass du ihn zu einem Ausflug mit der Moonshot-Kanone überredest. Du hast deine kleine Spritztour mit der Moonshot-Kanone also überlebt. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Wie wär's, wenn wir mit dem Ding einfach jeden überall hinschicken würden. Wäre das nicht geil? Ich brauche allerdings noch mehr Testdaten. Überrede einen Praktikanten zu einem Ausflug mit der Moonshot-Kanone. Da ist ein glücklicher Gewinner. Frag ihn, ob er Lust auf einen kleinen Moonshot-Ritt hat. Naja, kein Wunder. Wenn man es natürlich so formuliert, hört es sich nach einer ziemlich hirnrissigen Idee an. Schaff ihn einfach irgendwie in die Moonshot-Kapsel. Mir egal wie. Und erwischt. Ja, benutzt die Steuerung und destructe das Dings auf das Dings. Irgendwo da in der Nähe müsste ein tragbares Lenksystem sein. Hol dir das und bring es an der Moonshot-Kapsel an. Jetzt destructe ein experimentelles Steuergerät auf die Hülle. Damit umgehe ich die Standardnavigation und kann ein paar Tests fahren.
Folge jetzt dem Behälter nach oben und pass auf, dass ihm nichts passiert. Und sieh zu, dass das Steuerungsteil heil bleibt. Sonst weiß keiner, wo das Ding am Ende landet. Oh gut, bring das an der Moonshot-Kapsel an. Das verhindert, dass sie beim Anflug mit irgendwas zusammenprallt. Und jetzt leg die Kapsel auf das Ladeförderband? Ach, Kacke, der kleine Penner hat Hilfe gerufen. Beschütze das Lenksystem, während der Container in die Moonshot-Kanone geladen wird. Sie schießen auf das Lenksystem. Ist nicht so schlimm, wenn sie das kaputt machen, aber der Typ wird wahrscheinlich draufgehen. Ah, was will man machen? Sie feuern auf das Lenksystem! Schütze das Steuersystem! Sie haben das Lenksystem in die Luft gejagt. Macht aber nichts. Der Typ wird wahrscheinlich irgendwo abstürzen und draufgehen. Macht aber nichts. Feuere die Moonshot-Kanone trotzdem ab. Mal sehen, was passiert. Vielleicht schafft er es ja auf den Mond. Die Kapsel ist geladen! Kanone abfeuern! Geil! Hey du Typ, alles klar? Lebst du noch? Ah, dem wird schon nichts passiert sein. Tja, Kammerjäger, ich hab ne Belohnung für euch. Habt ihr gesehen, wie er durch das Stahlschiff gezündet ist? Der Kerl ist zwar so tot wie sonst was, aber das war schon cool. Egal, jetzt komm zurück. Wenn du Zeit hast, schau dich ruhig mal auf der Mondoberfläche um. Sieh nach, ob es der Typ geschafft hat. Gestorben, weil er Pizza liebte. Da kommt man schon ins Grübeln. Oder auch nicht. Egal, ich glaube, ich wollte einfach nur irgendwas sagen. Mist, sieht nicht so aus, als hätte er es bis zum Mond geschafft. Also noch ein Versuch. Jetzt, wo ich es mir so überlege, hätten wir vielleicht Roboter nehmen sollen. Hey, erinnerst du dich an deine Mission mit dem Loader und der Moonshot-Kanone? Ich schick sie jetzt runter. Sag mir, ob sie heil angekommen sind. Hey, ich muss die Loader testen, also habe ich ein paar als Wartungsbots getarnt. Ignoriere sie einfach. Hey, ich habe eben das Waffenprogramm in die getarnten Loader hochgeladen. Aktivier mal ein paar, um es zu testen. Hey, Sprechtussi, du langweilst mich zu Tode. Sag lieber wieder deine Popo-Salatsprüchlein auf, das war geil. Nein, weißt du was? Sag Popo-Soufflé, das ist doch viel besser. Findest du nicht? Gut, dass wir dich haben. Popo-Soufflé, oh Mann. Der Bürriff, dieser stinkende Verräter, ist vielleicht tot, aber ich hasse halbe Sachen. Klar, ich kann ihn nicht nochmal killen, so gern ich das täte, glaub mir. Aber ich kann dafür sorgen, dass am Ende keiner mehr weiß, dass er je gelebt hat. Der alte Huckster hat wohl so Audiotagebücher über seine Taten geführt und 3 pikante Echos in seinem Büro versteckt. Finde sie, vernichte sie, löschen wir die Zeugnisse seines schmierigen Daseins aus. Unter uns, der Typ hatte ein Ego so groß wie eine Raumstation. Eine scheiß Raumstation. Und die Dinger, die sind ziemlich groß. Oh, ernsthaft? Im Aquarium? Was für ein Arsch. Komm, hören wir uns den alten Sack nochmal an. Wow, wie viel Scheiße kann man eigentlich verzapfen? Mann, ich hab dem Universum einen Gefallen getan, dass ich diesen hinterhältigen Verräterarsch gekillt hab. Du weißt, was zu tun ist. Das war geradezu heilend. Okay, such jetzt das nächste. Der alte Bücherregaltrick, was? Der alte Knacker war ein wandelndes Klischee. Wer versteckt heutzutage noch seinen Mist hinter einem Bücherregal? Und wer hat überhaupt noch Bücher? Hören wir spaßeshalber mal rein, was unser Freund diesmal für einen Scheiß verzapft. Spiel es ab! Einem wie dem wächst nicht über Nacht ein Gewissen. Er sagt ja selbst, er hat lächelnd den Leuten das Essen aus dem Mund gestohlen. Klar, das Universum ist hart, aber das ist kein Grund, ein Arschloch zu sein. Außer, du bist dabei witzig. Dann ist es total in Ordnung. Aber der war nicht witzig! Ein Spielautomat im eigenen Büro? Okay. Das hat irgendwie Stil. Trotzdem ist der Typ ein Arschloch. Oder besser, war ein Arschloch. Wozu sich das anhören? Zerstör das Ding einfach, ja? Pff, na gut. Mann, wer ist hier eigentlich der Boss? Hux wälzte sich also im Staub und wollte alles wieder gut machen, hä? An mir soll es nicht liegen. Verleihen wir ihm Unsterblichkeit mit einem Lied. Zerstöre das letzte Echo nicht. Nimm es, bring es zu Moxie und gib es diesen DJ-Arschlöchern Boom und Rang. Die schulden mir einen Gefallen. Ich habe ihnen diesen Job besorgt. Nicht mal annähernd, Blechrübe. Na schön, während sie daran arbeiten, musst du was anderes für mich erledigen. Kennst du diese abartig hässliche Statue vom Bürriff? Bring mir ihren Kopf. Ich hab eine Idee. Wird dir bestimmt gefallen. Mann, sogar seine Statue ist hässlich. Verschönern wir sie, indem wir den Kopf entfernen. Schieß ihn runter oder so. Das wird lustig. Ja, los, mach. Schände fröhlich drauf los. Gut, das wird dir gefallen. Kennst du die Rakete in der Stadt? Wir werden ein kleines Feuerwerk zünden. Ja, wenn es auch nur annähernd so läuft, wie ich es mir vorstelle, werden die Bewohner dieser Stadt davon noch in einer Million Jahren sprechen. Okay, siehst du diese Spitze ganz da oben? Die Rakete braucht eine neue Galionsfigur.
Uhr. Spring hoch und verpass ihr eine. Ha, perfekt! Seine arrogante Visage wird voll in das dreckige Loch krachen, auf das wir sie richten. Apropos, gib die Zielkoordinaten für die Rakete ein. Keine Ahnung, sagen wir Pandora? Hat der Planet ein Arschloch, in das wir sie schicken können? Von diesem hier mal abgesehen. Okay, es kann losgehen, Leute. Schade, dass wir das Baby nicht mit einer Pulle Shampoos taufen können, aber was soll's? Starte sie! Fehlt nur noch die passende Partymusik. Hey, DJ-Arschlöcher, lasst mal euren Remix hören. Das war super. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich fühle mich wirklich gut. Weißt du was? Leute auslöschen macht Spaß. Lass uns das irgendwann wiederholen. Ja? Oh, das hat jetzt total gut getan. Komm wieder her, dann bezahle ich dich. Claptrap, starte Bootsequenz. Nein, 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 nein! Direktive 3 canceln! Ich hasse diese verdammte Kiste. Hey Wilhelm, willst du zum Mond kommen und eine Kammer für mich jagen? Ich zahle dir auch ein paar Millionchen. Das wäre also mein Angebot. Ich weiß, du bist ein amtlicher Badass und alles, aber ich muss sicher sein, dass du mir nicht davonläufst, bevor der Job erledigt ist. Ja? Hast du das auch General Knox verzapft? Oh Mann, ich komm zu spät. Nein! Oh, verdammter Mist! Hey, du! Ja, du! Claptrap-Einheit! Nein. Der andere Hyperion-Schrotthaufen, der Türen für mich öffnen kann. Tut mir leid. Ja, ja, mach. Moment. Sowas kannst du? Ja, ja, schon klar. Halt die Klappe und mach die Tür auf. Ich komme zu spät zum Quartalsmeeting. Oh, das werde ich. Ganz sicher werde ich das. Und was genau hat man sich unter dem Begriff Sicherung vorzustellen? Schon, aber doch eher durch Banditen und so. Nicht durch andere Hyperion-Mitarbeiter. Vielen Dank für die Hilfe, Trottel. Dieser Typ. Wenn ich Claptraps Tanzprotokoll nicht abgeschaltet kriege, muss ich es umgehen. Hey, Angel! Analysier mal, wie viele Subroutinen wir bräuchten, um die Möglichkeit zu minimieren, dass mein Prototyp plötzlich alles stehen und liegen lässt, um Karaoke zu singen. Was ist denn, Angel? Darum geht es nicht. Neuere Versionen bieten weder den Speicher noch die Flexibilität, die ich brauche. Ich brauche jemanden, der selber denken, Befehle aber nicht missachten kann. So wie, öffne deine Geschenke nicht vor dem Söldnertag. Hey, das könnte klappen. Er würde sein Gedächtnis zum Großteil verlieren, aber hey, er ist bloß ein Roboter. Er hat ja keine Gefühle oder sowas. Na bitte, kannst du mich hören? Woran erinnerst du dich? Nein, nein, du bist nicht tot. Du bist nicht tot. Halt endlich die Klappe. Deine neue Bezeichnung ist FR4GTP, Fractrap. Du bist eine gnadenlose Killermaschine, kapiert? Was? Nein, nein, ach, du bist doch zu blöd. Von mir aus gern geschehen. Ist es soweit? Perfekt. Haben Sie ihm gesagt, dass es irreversibel ist? Ich denke lieber nicht drüber nach. Hören Sie, schaffen Sie ihn mir sofort her. Ich will ihn briefen, bevor die anderen Kammerjäger hier sind. Okay, gut, cool. Moment mal. Was soll denn der Alarm jetzt? Doc, ich muss los. Ich glaube, da ist wieder ein Claptrap in die Servospulen geraten. Gott, sind diese Roboter nutzlos. Klingt jetzt schräg, aber bei meinen Recherchen über Nisha habe ich ein paar ihrer Audioaufzeichnungen aus dem Echo-Net runtergeladen. Finde sie vor der Lost Legion, es sei denn, du willst, dass die sie gegen Nisha verwenden. Hey, Nisha, bei meinen Recherchen über dich habe ich ein paar deiner Audioaufzeichnungen aus dem Echo-Net runtergeladen. Finde sie vor der Lost Legion, es sei denn, du willst, dass die sie gegen dich verwenden. Das waren alle Aufzeichnungen. Liefere sie ab. Heftige Story, was? So ungern ich das sage, aber Kummer und Schmerz und all so ein Scheiß macht richtig gute Söldner. Oh, ernsthaft? Das war's? Mehr hast du nicht drauf? Was war das? Oh Mann, wie schlecht. Oh, übel. Oh wow, echt mies. Oh, ein neuer Tiefpunkt. Wow, glatter Reinfall. So macht man das nicht. Ja, sehr gut. Ah, ein schöner Anblick. Na also, sehr schön. Booyah! Danke. Du hast es drauf. Du hast hier einen Fan. Nicht übel. Oh ja. Was, schon fertig? Nein? Was willst du denn hier? Dieser Auftrag von mir, der ist doch erledigt, oder? Komm erst wieder, wenn du den Job erledigt hast. Verstanden? Ich brauch dringend einen Drink. Sexy ist anders. Yep, nach wie vor klasse. Ich liebe Stress. Bis zu einem gewissen Punkt. Ach, wenn das vorbei ist, nehme ich das längste Bad aller Zeiten. Ich mach ein paar Kerzen an, leg leichte Musik auf. Ein Abend ganz für mich, mit mir allein. Wie so ein Date mit mir. Chillig mit mir, mach rum mit mir. Okay.
Okay, ich hätte da ein neues Aktionsfeld für dich. Hey, mein Lieblingskammerjäger, ich habe einen kleinen Job für dich. Kammerjäger, was liegt an? Ich sag dir, was anliegt. Hast du nicht schon genug um die Ohren? Wenn ich dich brauche, melde ich mich. Geh nicht zu weit weg. Irgendwas ist immer. Hier wird alles besser, sobald ich das Sagen habe. Die werden alle büßen. Verlass dich drauf. Vielleicht besuche ich sie mal in ihrem Underdome und räum dort auf. Sorry. Er hat mir nur eben vorgestellt, wie geil das wird, wenn wir Lilith, Roland und Moxie killen. Du killst gerade keine Banditen. Ich hoffe, du hast einen guten Grund dafür. Hey, Kammerjäger, schaff deinen Arsch her. Ich habe einen Job, der weggejobbt werden muss. Na, das nenne ich mal Qualitätsarbeit. Ich habe an dich geglaubt, Kammerjäger, und du hast mich nicht enttäuscht. Gute Arbeit. Ach ja, ich erinnere mich noch an mein erstes Aneurysma. Mach ruhig langsam. Immer ganz langsam. Nein, meine Zeit ist kein bisschen kostbar. Genau wie deine. Nein, war ein Witz. Ehrlich, aber im Ernst. Ich bring dich um.